Hallo Kackbratzen. Auf der PS2 und natürlich auch auf der Dreamcast erlebte das Survival-Horror-Genre ein schönes Revival mit teils neuen spannenden Spielmechaniken und dank der Power der neuen Prozessoren auch viel besseren Grafiken. Und das vermutlich allererste Survival-Horror-Spiel, das zum Launch der PS2 veröffentlicht wurde, war das von Entwickler Deep Space mundgeklöppelte Extermination. Es war nicht nur der übliche Resident Evil-Klon, von denen es damals zig hunderte verschiedene Versionen gab, auch wenn man natürlich einige Gameplay-Elemente im Spiel hat, die verdächtig an das Urgestein des Survival-Horror-Genre erinnern. Allerdings versuchte man doch mit neuen Gameplay-Mechaniken frischen Wind in das angestaubte Genre zu bringen. Leider erinnert sich heute kaum wer an dieses großartige Spiel. Okay, now hurry up, you have to find Cindy. We gotta get inside ASAP. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Dennis, der mit seinem Team in die Antarktis geschickt wurde, um dort ein paar sehr schrägen Ereignissen in einer Forschungsbasis auf den Grund zu gehen. Und vermutlich könnt ihr euch schon vorstellen, was dort passiert ist. Wie in 99,99% aller Survival-Horror-Spiele kam es auch in der Forschungsstation der knusprig kalten Antarktis zu einem kleineren Unfall, wodurch ein sehr mutierter Bakterienstamm ausgebrochen ist und für eine Menge Chaos sorgt. Es liegt nun an Dennis und seinen Marinekameraden, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und möglichst lebend aus dem Schlamassel wieder herauszukommen. Gleich nach dem genre-typischen sehr merkwürdigen Intro wird es einem aber sofort klar, dass Extermination nicht wirklich das typische Survival-Horror-Spiel ist, mit denen wir in den letzten Jahren auf der PS1 noch zugeschissen wurde. Jedes einzelne wollte so sein wie Resident Evil und sehr viele sind sehr blutig auf die Nase gefallen. Endlich hat es mal ein Entwickler gewagt, nicht den Einheitsbrei zu kochen. Erstens ist Extermination sehr viel mehr actionorientierter, was sich auch auf die Bewegung des Charakters auswirkt. Damit man sich gleich zu Beginn besser an das Gameplay gewöhnen kann, spielt man das heute klassische Tutorial-Einsteiger-Level. Und wenn man die klassischen Survival-Horror-Spiele auf der PS1 gewohnt ist, sollte man im Tutorial nicht unbedingt sein Gehirn an den Nagel hängen. Die nun vollständig in 3D generierten Räume bieten sehr viel Raum und Möglichkeiten, den Charakter nicht nur rennen zu lassen, sondern man muss auch sehr viel kriechen, klettern, springen und sogar Seilrutschen benutzen, womit man einen neuen Grad an Freiheit gewinnt, den man so in einem Survival-Horror-Spiel damals noch nicht gesehen hat. Auch das Interface hat man aufgrund der unterschiedlichen und neuen Interaktionsmöglichkeiten überarbeitet und ihm ein kontextsensitives System verpasst, was bedeutet, dass man auf unterschiedliche Tastenkombinationen verzichtet hatte und sich so recht schnell zurechtfindet. Und zweitens kann der Kampf sowohl aus der First-Person- als auch aus der Third-Person-Perspektive erlebt werden, wobei ein jeder Modus auch unterschiedliche Funktionsweisen mit sich bringt. Im Third-Person-Modus gibt es ein praktisches automatisches Zielsystem, das aber auch das manuelle Erfassen von Zielen erlaubt, während die First-Person-Perspektive für Shooter-Veteranen nichts Neues ist. Allerdings gibt es da einen Haken. Egal in welcher Perspektive man sich gerade befindet, unser Held kann sich nicht bewegen, wenn er eine Waffe abfeuern möchte. Hier kann ich mir vorstellen, dass gerade Shooter-Fans das Kotzen bekommen. Denn wo bitteschön muss man denn in einem Shooter schon stillstehen, wenn man einen Feind erledigen möchte? Aber Extermination ist eben kein Shooter, sondern ein Survival-Horror-Spiel und so muss man eben bestimmte Genre-Regeln einhalten. Die Waffe unseres Helden lässt sich im Verlauf des Spiels mit neuen Kram aufrüsten, wie etwa ein Scharfschützenzielfernrohr und Infrarotsicht, womit man den Action-Aspekt des Spiels erneut ein klein wenig unterstreicht. Der Rest, also die übliche Auswahl an Heilgegenständen und andere Objekte, die man im Verlauf aufgabeln kann, ist im Wesentlichen, wie man es auch in anderen Spielen erwarten würde. Doch Extermination macht in puncto Survival etwas komplett Neues, was das Spiel auf der anderen Seite zu einem wirklichen Survival-Abenteuer macht. Wie gesagt, besteht das Hauptziel darin, die Welt vor einem tödlichen Virus zu retten, der sich in der Forschungsanlage breitgemacht hat und vermutlich könnt ihr euch vorstellen, was das für unseren charismatischen Hauptdarsteller bedeutet. Extermination schafft endlich ein neues Element, mit dem man sich vom Survival einerlei abheben kann. Denn neben den klassischen Schaden, den man im Kampf erleidet, kann sich unser Held zudem mit dem Virus infizieren, was den Spieler zusätzlich unter Druck setzen wird. Zusätzlich zur Gesundheitsanzeige sollte man immer einen Blick auch auf die Infektionsanzeige werfen, denn die Infektion steigt graduell an und hat der Virus den kompletten Körper übernommen, sinkt die maximale Gesundheit auf ca. 60%, was bedeutet, dass man sich nicht mehr mit normalen Heilgegenständen vollständig heilen kann. Wurde zudem der Körper komplett infiziert, wird auch die Gesundheit ständig und unaufhaltsam sinken. Zum Glück gibt es in der Forschungsanlage auch eine medizinische Einrichtung, die einem vom Virus befreit. Allerdings muss man hierzu auch erstmal einen Impfstoff gefunden haben, den man sich dann verabreichen kann.
Das Coole an dieser Gameplay-Mechanik ist auch, dass Umwelteinflüsse den Grad der Infektion noch beschleunigen können. Kommt unser Held in Kontakt mit Wasser, schreitet die Infektion noch schneller voran. Man sollte also einen großen Bogen um die teils zahlreichen Pfützen im Spiel machen. Manchmal ist das natürlich nicht unausweichlich und so sollte man schleunigst zusehen, dass man sich vom Virus wieder befreit, um nicht allzu schnell den Löffel abzugeben. Diese Dringlichkeit wird mit der passenden Musik nur noch verschärft und genau dies macht Extermination so großartig, da das Überleben eben nicht nur allein vom Erledigen der Monster abhängen wird. Wobei auch im Kampf das Spiel nicht der typischen Logik folgt. Entdeckt man einen neuen Raum, in dem sich vielleicht auch noch ein Monster befindet, wird man vermutlich sehr schnell ins Gras beißen, wenn man versucht, den Gegner mit einem direkten Angriff anzugreifen. Extermination setzt auf ein exploratives Gameplay, was bedeutet, dass man sich das Areal zu Beginn genauer betrachten sollte. Vielleicht findet man eine bessere Position, die es einem ermöglicht, seine Feinde möglichst effektiv auszuschalten. Oder man kriecht vielleicht in ein Versteck, aus dem man dann seine Gegner aufs Korn nehmen kann. Wer sich erinnert, dass sein Charakter nicht nur rennen, sondern auch kriechen und klettern kann, ist klar im Vorteil. Das Spiel bietet so viele Möglichkeiten, seine Feinde aus der Ferne auszuschalten, um so den meist tödlichen Nahkampf zu vermeiden, und der Spieler sollte auch jede Möglichkeit erkennen und für sich nutzen. Manchmal muss man mutige Wege gehen, um Fortschritte zu machen. Fehltritte sind unausweichlich, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dieses methodische Vorgehen, das unter Umständen eine sehr dynamische Denkweise voraussetzt, macht das Spiel so unglaublich einzigartig. Es ist vielleicht actionorientierter als die bisherigen Survival-Horror-Spiele, aber wenn man dann all die unterschiedlichen Gameplay-Elemente betrachtet, hat man mit Extermination ein unglaublich packendes und wahres Survival-Spiel. Sehr schön ist auch, dass man kryptische Rätsel und andere genretypischen Schlüssel-Schnitzeljagd-Aktionen auf ein Minimum reduziert hat. Natürlich trifft man auch auf eine Handvoll Orte, die aufgrund unrealistischer Grenzen gesperrt sind, und natürlich hat man auch nur einen streng limitierten Munitionsvorrat. Grundsätzlich hat man mit dieser neuen Survival-Technik etwas Großartiges geschaffen, weshalb es so unfassbar schade ist, dass man der Story nicht denselben Grad an Aufmerksamkeit spendierte. Oh yeah. You ought to hear this. What? It's about that accident. Andrew's accident. Sie ist sehr vorhersehbar und bietet auch wirklich nichts, was man nicht irgendwo woanders schon mal gesehen hat. Es fühlt sich unter der Haube ein wenig wie eine Mischung aus dem Ur-Resident Evil und Resident Evil Code Veronica an, nur hat man mit dem Virus und der einhergehenden neuen Mechanik noch einen kleinen Geschmacksverstärker eingebaut. Auch der Kampf ist mit der Dauer etwas zäh, was dem ganzen Fluss etwas den Wind aus den Segeln nimmt, aber vermutlich sollte man nicht allzu pingelig sein. Wo wir gerade bei pingelig sind. Sonja. Die Grafik ist so eine Sache. Noch bevor das Spiel auf den Markt kam, versuchte man uns es mit diversen Screenshots in den üblichen Magazinen schmackhaft zu machen. Schließlich wollte man uns auch zum Launch der PS2 zeigen, was für ein Powerhouse diese neue Konsole ist. Aber wie das eben immer so ist, hat man uns nur die tollen Bilder aus den Zwischensequenzen gezeigt, die natürlich nicht der Ingame-Grafik entsprachen. Das bedeutet aber nicht, dass die Grafik generell schlecht war. Es gibt einige sehr detaillierte Hintergrundelemente und auch die Charaktermodelle sind schön gelungen, aber man hätte dem Spiel auch viel mehr Feinschliff verpassen können. So sind die Animationen stellenweise ziemlich steif und wirken leicht unrealistisch. Die Texturen wirken im Allgemeinen etwas rau und auch die Farbpalette lässt manchmal zu wünschen übrig, da viele Areale einander optisch ziemlich ähneln. Die Zwischensequenzen sind nicht immer lippensynchron, wobei die computergenerierten Filmchen eigentlich richtig gut aussehen, auch gut über 20 Jahre später. Well, well, well. It isn't a big piece of crap. So you ain't your dad, did you? Insgesamt hätte aber etwas mehr Glättung der Ecken und Kanten des Spiels nicht geschadet. Extermination war damals also von den Versprechungen ziemlich weit entfernt. Der Klang ist aber wenigstens beeindruckend gut gelungen. Das Spiel verfügt über einige großartige Umgebungsgeräusche im Hintergrund, die in Kombination mit der hervorragenden Musik und der insgesamt hohen Qualität der Klangbeispiele dazu beitragen, die Atmosphäre des Spiels zu stärken und ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, das in den meisten anderen Spielen dieser Art nicht oft zu spüren ist. What are you doing? Put the gun down now! I'll shoot! I'm serious!
Das Voice-Over ist jetzt mehr Geschmackssache, aber im Großen und Ganzen kann man mit der Sprachausgabe ganz zufrieden sein. Klar sind die Dialoge häufig etwas käsig, aber man hat definitiv auch schon viel Schlimmeres gehört. Gerade in den typischen Survival-Horror-Spielen. Dennis, if we make it out of here, I have something I need to tell you. Hold that thought. It'll give me a reason to make it back. Extermination gehört definitiv zu den Perlen, von denen man heute kaum etwas mehr hört. Und auch wenn die Story jetzt so spannend war wie Staubsaugen an einem verregneten Samstagabend, war die Survival-Mechanik im Spiel wirklich einzigartig und eben ein großes Ding, mit dem man sich von den ewigen Resident Evil-Klonen eindeutig absetzen konnte. Und auch schon damals gab man dem Titel nicht die verdiente Aufmerksamkeit, weshalb es heute umso wichtiger ist, diese versteckten Perlen wieder ans Tageslicht zu bringen, um der Welt zu zeigen, dass es weitaus mehr gab als zum Beispiel ein Resident Evil-Code Veronica. Wer also das Genre mag, sollte sich unbedingt auf die Suche nach einem gut erhaltenen Exemplar machen. Sammler finden das Spiel auf eBay zu einem kleinen Preis, da sich keine Sau an das wundervolle Spiel erinnern kann und anscheinend auch keinen groß interessiert. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein klein wenig ändert. Let's go inside. It's cold out here. Dennis, what happened to Sonya? Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.